Nach McKays Akten haben die Ingenieure in einer seiner alten Raffinerien Überstunden gemacht, um an etwas namens PG240X zu arbeiten. PG240 ist das Gift, das sie im Westen auf den Tabak sprühen, um Viviro herzustellen. Ich schätze, PG240X ist das, was sie beim Hotel gegen uns eingesetzt haben. Also werden wir McKays Pläne durchkreuzen und diese alte Raffinerie von innen zerstören. Ich habe Lucky Mama mit einem kleinen Team losgeschickt, um die Umgebung zu sichern. Die warten auf dich. Sobald du drin bist, erzähl mir, was du siehst. Uns fällt schon was ein, wie wir das Ding vom Netz nehmen. Muy bien. Ich sag dem Team, dass du unterwegs bist. Klingt erbärmlich. Wie hat sich mein Team geschlagen? Sieht aus, als hätten sie die Umgebung gesichert. Denk dran, du musst mir sagen, was du da drin siehst. Wenn ich richtig liege, ist diese Anlage sehr wichtig für die Giftproduktion. Elena sagte, wir sollen die Stellung für dich halten. Diese Abuelas sind kaltblütig. Die haben Soldat. Nicht übel, La Moral. Nicht übel. Elena, ich sehe einen Haufen Raketen in den Kisten. Sonst noch was? Ja, sie haben alle dieselbe Markierung. PG-240X. Geh in den Keller. Den Plänen nach solltest du deine Menge technische Anlagen Was ist denn das hier? Jelena? Ich bin hier, Danny. Du hattest recht. Sieht aus, als würden McKays Leute hier die Chemiewaffen herstellen. Die Bomben. Ja, dann müssen wir den Laden zerstören. Verbinde mich mit irgendeinem Computer. Ich überlasse das System. Bin schon dabei. Kacke! Ein bisschen Angst. Ist angeschlossen. Eine Minute. Ich scanne nach Exploits. Pinga. Das Ding wurde vor einer Ewigkeit gepatcht. Die hätten nur ein Windows-Update machen müssen. Ich dachte schon, ich brauche ein Zero Day. Kann ich los? Nein, Danny. Da kommen Soldados auf dich zu. Die dürfen meine Verbindung nicht trennen. Sture Drecksäcke. Ja.
Dann darf ich raus? Ja! Raus da! Steck im Kontrollraum! Verdammt! Das Gebäude füllt sich mit dem Gas! Scheiße! Wenn ich dich rette, verliere ich 20 oder 30 Leute! Das geht nicht! Fuck! Finde einen Weg da raus, Donnie! Finde einen Weg da raus! Ich bin hier! Danny, du musst wissen, ich hatte keine Ahnung, dass die Fabrik explodiert und ich konnte nicht so viele von meinen Leuten riskieren. Du hast getan, was du tun musstest. Wenn es darum geht, ein Leben für das Leben vieler zu opfern. Wenn es dich beruhigt, Clara hätte dasselbe getan. Ihr seid euch ähnlicher, als du denkst. Naja, weiter im Text. Wie geil ist es eigentlich, dass wir gerade Castillo die Möglichkeit genommen haben, chemische Waffen zu bauen? Das ist ein heftiger Schlag für das Regime. Also können sie keine der Bomben... geworfen haben. Sie haben nur noch, was schon produziert war. Es gibt immer neue Ziele. Wenn es dir nichts ausmacht, genieße ich für einen Moment mein Leben.